Guten Tacho. Ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Schön mit euren Familien verbracht, schön gefressen, euch schön beschenken lassen und auch schön beschenkt. Einfach eine schöne Zeit gehabt, ich auf jeden Fall. Hab schön mit meinen Familien verbracht. Wunderbar. Ja, zwischen den Feiertagen hoffe ich, hattet ihr auch nicht viel Stress. Vielleicht sogar Urlaub und frei oder Ferien, je nachdem. ich habe mich jetzt mal hier in meiner kleinen Zentrale gesetzt, hier der Computer alles aufgebaut, ist jetzt nicht so perfekt aufgeräumt, aber da bin ich ja jeden Tag am Arbeiten quasi. Und so sieht das quasi auch auf Twitch aus, oder wenn ich auf YouTube mal live bin, da ist ja quasi mein Setup hier. Egal, ich wünsche euch heute ist auch der 31.12., ein schönes Silvester, einen schönen guten Rutsch. Und kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, das neue Jahr wird ein bisschen besser als jetzt 2021. Definitiv nein. No, es gibt auch so einige Sachen, die ich schon geplant habe oder vielleicht auch anpeile. Videos könnten eventuell auch schon mal ein bisschen anders werden und so. Ich habe mir jetzt noch eine Drohne geholt. Dazu gibt es auch noch dem nächsten Video, habe ich schon aufgenommen. Heute ist ja auch Freitag. Heute um 14 Uhr kommt das Re-Upload, was ich in meinem letzten Video schon angekündigt habe. Das sollte zwar ein bisschen früher kommen, irgendwie habe ich das alles so ein bisschen verschwitzt. Meine Schuld. Ein Re-Upload von dem Harley Davidson Sportster 48 Video, wo ich gefahren bin letztes Jahr. Da war ich mit der Bildqualität nicht so zufrieden. Die Bildqualität selber auf meinem Computer ist perfekt gewesen, aber beim Exportieren von dem Video habe ich da irgendeinen Mist gemacht. Das war noch relativ am Anfang von meiner YouTube-Karriere, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich es einfach jetzt nochmal neu exportiert mit den Einstellungen, wie ich es jetzt immer mache. Und jetzt sieht es auch geil aus. Jetzt ist nicht nur der Ton geil, sondern das Bild geil. Deswegen lade ich es jetzt einfach nochmal hoch. Wer Lust hat, kann sich es natürlich gerne angucken. Und lasst mir auf jeden Fall wieder Daumen nach oben da oder nach unten. Je nachdem, wie es euch gefällt. Dann, wann war das? Gestern? Vorgestern haben wir doch die 400 Abonnentenmarke geknackt. Ich hätte, fast nicht damit geglaubt. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet, ob wir das noch schaffen dieses Jahr. Und ein einziger hat gesagt, nein. Das war der GT Matze. Und ja, Matze, jetzt habe ich es doch geschafft. Du Eierkopf. Er ist ja schon ein bisschen länger da, er weiß, wie es manchmal läuft. Manchmal hat man da wirklich wochenlang Stillstand und war bei mir eigentlich, Stillstand würde ich jetzt nicht sagen, immer vereinzelt. Ich habe gesehen, viele Abonnenten kamen dazu und gleichzeitig sind auch genauso viele wieder gegangen. Das ist so, da kann man nichts dran machen. Ich habe es bei mir selber auch, wenn ich bei YouTube ein Video finde, sage ich, wow, der ist vielleicht ganz cool und so, den abonniere ich mal. Gucke dann andere Videos und dann sage ich, ja, gefällt mir vielleicht doch nicht so, dann mache ich es auch wieder weg, das Abo. Das ist völlig normal. Aber wir haben jetzt zum ersten Mal die 400-Marke geknackt. Ich hoffe, wir bleiben dabei. Aber ich weiß ganz genau, da wird der ein oder andere wieder gehen. Das ist völlig normal. Aber ich habe sie schon mal geknackt und es geht langsam nach oben. Die nächste Stufe sind die 500 Abonnenten, weil dann kann ich auf YouTube endlich auch Statusmeldungen oder wie das da alles heißt, mit diesen Bildern hochladen. Für die, die halt kein Instagram und sonst wie andere Social-Media-Plattformen benutzen, kann ich halt da auch viele Infos raushauen und bin halt nicht immer gezwungen, Shorts-Videos zu machen oder so. Was eigentlich auch ganz cool ist, vielleicht überlege ich mir da auch mal so ein paar kleine Sachen. Aber mal gucken, nächstes Jahr ist ja lang. Wir werden viel Zeit haben, Corona ist ja immer noch da. Jetzt kommen ja wieder die nächsten Lockdowns wahrscheinlich, wenn wir Pech haben. Holland ist ja stark dabei. Egal, das soll uns nicht aufhalten. Wir fahren trotzdem Motorrad und so weiter. Wir machen oder ich mache unsere Videos. Sind auch ein paar Sachen geplant, auch Sachen, die jetzt zum Schluss des Jahres nicht so ganz hingehauen haben, unterschiedlichste Gründe, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, Leute. Wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr und guckt meine Videos, habt Teil daran. Ich mache auch schon die ersten Gedanken darüber im Frühjahr, über den ersten Ride-Out fürs nächste Jahr. Der letzte und erste Ride-Out, der hat mir super, super gefallen, da waren super Leute dabei. Vielleicht ein bisschen mehr Vorplanung, dass wir vielleicht sogar ein bisschen mehr werden. Also selbst wenn es die gleichen Leute sind, ist mir alles egal. Das sind gute Leute und fertig, Ende. Jeder, der kommen möchte, kommen kann und die Zeit dafür findet und da Bock drauf hat, der darf gerne daran teilnehmen. Und eins muss ich dazu sagen,
Ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, wenn ich dazu sage, bei mir muss man keinen Write-Out irgendwie in einem Gewinnspiel verdienen, so wie das jemand anders gemacht hat. Vielleicht kam es auch einfach nur falsch rüber, aber das fiel mir gerade ein und ich musste darüber lachen. Ich glaube, der Typ war einfach nur aufgeregt. Falls du siehst, du weißt, dass ich dich meine. Aber ich muss das ja jetzt nicht erwähnen, spielt ja auch keine Rolle. Nein, wenn ich einen Write-Out mache, dann ist das öffentlich und dann darf jeder daran mitfahren, der möchte und so weiter. Ne? Wir haben dann einfach einen schönen Tag. Ich habe ein schönes Video davon, umgebe mich mit den Leuten, die anscheinend meine Videos gucken und mich wahrscheinlich mögen. Muss ja, sonst gucken die ja meine Videos nicht oder guckt ihr ja meine Videos nicht. Was das angeht, war für mich 2021 doch schon ein recht erfolgreiches Jahr. Wenn man jetzt mal überlegt, genau vor einem Jahr habe ich die 100-Abonnenten-Marke geknackt und jetzt die 400-Abonnenten. Für mich ist das stark. Gerade der erste Write-Out, das ist irgendwie das beste Beispiel, sind halt Leute gekommen, die nur meinetwegen gekommen sind, weil ich da ja so Späßchen auf dem Motorrad mache oder irgend so einen Quatsch einfach nur erzähle oder auch wegen den Aufbauvideos von der VN 1500, die mir wahrscheinlich auch sehr viel, also wegen dem Motorrad habe ich wahrscheinlich auch den einen oder anderen Abonnenten zu verdanken. Ja, ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr so auf uns, auf mich und auf euch zukommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, Leute. Ja, ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr viel. Ich hätte noch so viel zu erzählen, aber das muss jetzt nicht alles in diesem Video. Das wird nur ein ganz kurzes Video, um euch zu sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch, Leute. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Kanal abonnieren für die, die es noch nicht gemacht haben. Video liken, schreibt mir Glückwünsche drunter. Oder auch, wenn ihr mich nicht mögt, dann sagt ihr, dann fall eben hin beim Rutsch, ist mir auch egal. Leute, wir sehen uns. Haut rein. Und ich habe jetzt wahrscheinlich so einen Weitwinkel. Jetzt habe ich bestimmt so einen Fischkopf. Meine Haare sehen auch scheiße aus, bin gerade aufgestanden. Egal, Leute. Ach, übrigens, einen neuen Pullover habe ich noch an. Mein Motiv ein bisschen verändert. Hat meine Frau mir zu Weihnachten geschenkt. Super geil. Noch ein paar andere Sachen. Werde ich da auf jeden Fall in ein oder anderem Video mal tragen. Ja, ansonsten, haut rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video.